Moin, moin Leute und herzlich willkommen zur, ich glaube, 48. Folge von Skyrim. Wir wollen heute weitermachen, die Bücher zu suchen, nachdem das in der letzten Folge nicht ganz funktioniert hat. Und wir jetzt die gestohlenen Bücher wiederfinden in der Festung Dämmerlicht. Auf die gucken wir, die befindet sich da. Und da wollen wir doch direkt einfach mal über den Fluss und dann darüber. Hier ist übrigens auch irgendwo gerade der Schrein von Talos gewesen, wo wir in der letzten Folge waren. Wo wir für Elisif das Horn ihres verstorbenen Mannes hingebracht haben. Da oben ist der Schrein von Talos. Also wer steht denn da? Ist das nur die Statue? Ja, das ist die Statue. Ich muss schon sagen. In der letzten Folge stand dann nämlich noch keiner. Okay, ist aber nicht so wild. So. Sind schon so fast da. Wir gehen mal hier durch und gucken. Ein bisschen anschleichen versuchen. Gucken, ob wir von hier aus schon den ein oder anderen vielleicht mit einem Pfeil ausschalten können. So wie den da oben beispielsweise. Ja. Den da oben zum Beispiel. Perfekt. Schleichen verbessert. Wo kommt denn der nächste raus? Nirgends. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Na gut. Aber einen habe ich schon mal erwischen können. Vergiss es. Feuerartonarch, ja. Ah, da geht's in den Kerker. Ja gut, wir müssen ja hier rein. Die restlichen, die oben stehen, die kann ich ja später noch erledigen. Oder halt irgendwann anders erledigen. Das muss ja nicht jetzt sein. Kommode. Ah, leider nichts Gescheites dabei. Oh, Knoblauch. Sehr schön. Und Schneebeeren. Oh, niemand da. Scheinbar. Aha, jetzt doch. Bewegt sich aber nicht. Bewegt euch, komm. Genau dahin laufen sehen will ich euch. Na, kommt ihr noch? Nächste Richtung muss sein. Hey, die haben nicht so wirklich. Ah, das sind Spinnies. Wo ist was anderes? Da oben. Alten Nordpfeile. Na, über 1000 jetzt wieder zu kommen, wird schwierig. Wenn ich die jetzt dauerhaft einsetze. Aber es wird bestimmt auch nicht nie wieder dazu kommen, dass wir in eine Trauger-Ruine gehen, wo wir wieder diese Pfeile bekommen. Von daher mache ich mir da gar keine großen Gedanken. Wo müssen wir denn her? Ah, hier ist eine Truhe. Muss ich doch richtig glauben. Na? Sehr schön.
was nicht so viel Interessantes dabei. Ernsthaft. Ich bin nicht blöd, Leute. Entdeckt? Von wem? Wer ist hier unten? Greift er mich an? Wahrscheinlich, ne? Aus dem Weg. Oh. Ist er? Hab ich euch. Mist. Na gut, da habe ich die eine nicht gekillt. Ja, meine beiden Verschossenen habe ich wiedergekriegt. Die will ich gar nicht. 25 wert diese Robe da. Das ist eine Quest. Gold. Smaragd. Oh, noch mehr. Hier ist keine Tonne. Hier aber noch. Aus dem Weg. Ja, ja, ich will euch ja nur rauslassen hier. Könnt ihr mal ein bisschen Drecksarbeit für mich erledigen? Aus dem Weg, Gesindel. Was war das? Was war das? Lass ihn weiter. Sehr gut. Lassen wir doch andere die Drecksarbeit erledigen. Gar keine allzu schlechte Idee. Vergiss es. Oh ja. Die andere jetzt rausgerannt. Was macht die jetzt? Ist hier wohl fertig? Wie mir scheint. Sollte mal. Ist mir eigentlich relativ egal. Weil die Person sich noch am Ende heilen wollte, es ist die ganze Zeit diese Melodie dort von dem Heilen. Hi. Hi. Bitte, bitte, lasst mich hier raus. Ihr müsst mich hier rauslassen. Sie werden mir etwas Furchtbares antun. Da ist dieser Hebel. Lauf in der Mitte. Macht schnell, bevor noch mehr von ihnen kommen. Ihr habt mich gerettet. Ja. Habt vielen Dank. Wer weiß, was sie mit mir gemacht hätten, wenn ihr nicht gekommen wäret. Ich helfe euch, hier rauszukommen. Versprochen. Ich brauche eure Hilfe. Wo sind die Bücher? Die Bücher? Oh, verstehe. Ich dachte, ihr seid vielleicht wegen mir hier. Ach ja, die Bücher. Die Ruferin muss sie haben. Sie war an einem der Bände sehr interessiert. Na gut. Allerdings nicht interessiert genug, um zu verhindern, dass ich eingesperrt wurde. Ihr solltet euch in Sicherheit bringen. Ihr braucht meine Hilfe nicht. Das schaffe ich schon allein. Also, wenn ihr euch da so sicher seid, dann mache ich mich mal auf den Weg. Passt bitte auf euch auf. Und danke. Kein Thema. Die stören mich schon die ganze Zeit, diese Wölfchen hier.
Schlüssel erforderlich. Also der Hebel. Nichts drin. Gut. Also entweder geht es hier weiter. Geht da hinten hoch. Was ist denn hier hin? Was ist hier außerdem hier? Sehr gut. Das Becken verbessert um 66. Ja, cool. Geldbeutel. Jawohl. Was man hier alles so findet. Sehr schön. Und was gibt's hier oben? Hier geht's wahrscheinlich nach Himmelsrand, oder? Schlüssel erforderlich. Den habe ich nämlich nicht. Den muss ich mir erst noch besorgen. Gut, den werde ich wahrscheinlich hier unten bekommen. Nehme ich jetzt mal ganz stark an. Okay. Ducken. Und es beginnt. Entschuldigung, du warst ein Adept. Heilung kann ich schon. Für den habe ich ganz gut hier erledigt. Raserei kann ich auch schon. Ich wollte sie schon wieder heilen. Schon wieder die ganze Zeit. Der rote Adler. Finde das Schwert des roten Adlers. Ich wusste nämlich, dass ich davon noch eine Quest bekomme. Musste nur das Buch lesen. Eismiriam, jawohl. Beziehungsweise das Buch nicht lesen, sondern einmal anklicken. Das reicht nämlich schon. Das hatte ich nämlich noch im Kopf. Nichts Gescheites. Ziegenbein. Zu viel. Das Skelett da hinten nehmen wir auch mal mit. Ah, gut, aber dafür. Wir jetzt hier auch wieder Pfeile. Zumindest bei dem einen Skelett habe ich ein paar Pfeile bekommen. Alle zugeblieben, ist ja langweilig. Oh. Aber war nichts Gescheites. Hier ist noch was, was ich unbedingt haben möchte. Nämlich den Seelenstein. Was haben wir hier? Zombie erwecken. Kann ich das schon? Kann ich schon Zombie erwecken? Magie! Ach Quatsch! Bücher. Kann ich schon. Weg damit. Kannst du wieder. Schwöre. Asche raufen. So, da muss ich weiter. Also gehe ich jetzt erstmal hier rein. Das ist wie ein Seelenstein. Ohne Truhe. Oh, Weizen. Weißköppe. Lederstreifen. Alle. Stroh. Brauche ich. Oh. Ja, gut, den. Be
diesen wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Der kann nämlich wieder hier rein. Der Besen. So. Freunde. Weiter geht's. Kartoffel. Brauche ich nicht. So ein Dämmerlicht. Ich höre Wölfe, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher, was dürften Wölfe sein? Ich habe Wölfe beim Vorbeilaufen getroffen. Ins Reich des Vergessens habe ich bereits gelesen. Die ganzen Seelensteine, meine Freunde, will ich alle haben. Wo ist von dem Schutzgeist? Ach, der Schutzgeist ist leer. Ablauch. Weitergehen. Ist da jemand? Ja, ist jemand da. Jetzt nicht mehr. Also jetzt bin nur noch ich da, nicht mehr. Warte mal. Das eine Auge voll getroffen, das andere nicht ganz. Das wäre hart gewesen. Sagen. Es kann nicht sein, dass hier keiner ist. Ist er noch da? Ha? Mal hier vor. Feuersalze finde ich immer ganz, finde ich ziemlich gut, weil Feuersalze findest du nicht immer. Vergiss es. Mädel. Ich hätte mich bestimmt gar nicht von unten reinschleichen müssen. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ich hätte einfach oben reingehen können. Naja, ist halt jetzt so. Okay. Glas. Ja, Glas brauche ich dann natürlich auch. Holztür ist von der anderen Seite verriegelt. Na gut. Wie viele Zutaten die hier haben? Herrlich. Stein von Barentia. Sehr schön. Da steht 6, ich habe aber erst 5. Ja, das ist ein bisschen buggy hier. Bin mal gespannt, ob das... ob man dadurch vielleicht das gar nicht abschließen kann. Wo ich eigentlich sagen müsste, normalerweise müsstest du es ja dadurch schneller abschließen können. Versehen abgelegt. Kann man die überhaupt ablegen? Das sind ja Questgegenstände. Ich meine, ja, die kann man gar nicht ablegen. Komm, du von da hinten. Weil?
tatsächlich alles gebrauchen, alles mitnehmen. Könnte man. Wenn man ja mit allem irgendwas, glaube ich, anfangen kann, soweit ich weiß. Den Zauber kannte ich noch nicht. Der war mir nämlich recht unbekannt. Ja, komm, mach einen Rückwärtssalto, hast recht. Ist da jemand? Ja, ja. Da ist schon jemand. Das ist vollkommen Schlüssel. Das ist für jetzt einfach mal mitgenommen. Oh nein, jetzt habe ich eine Holzschale. Beutel. Lederstreifen. Jetzt habe ich da tatsächlich eine Holzschale. Ich fand die gut wieder Feuersalze. Schlüssel. Von Juliana. Was auch immer der bewirkt. Drachenbaum und Beeren. Adept. Adept ist er. Kein Hindernis. Geldbeutel. Nix. Gescheites. Hier vielleicht. Auch nicht. Hier. Auch nicht. Das nehme ich aber noch mit. Und dann geht's hier durch. Nach oben. Ah, ich sehe den letzten Gegner scheinbar da oben. War jetzt aber ganz schön großes Verlies. Ich dachte, so lange wird das gar nicht dauern. Dass ich mich immer noch schnell bewegen kann, obwohl ich das hier gezogen habe. Automatisches Speichern. Na gut. Hier werde ich noch ein bisschen zuschlagen. Okay. Ritualkammer. Ihr also seid in mein Haus geplatzt und habt meine Projekte zunichte gemacht. Oh ja. Wie schön, euch kennenzulernen. Ich bin wegen der Bücher aus der Akademie hier. Ihr gehört also nur zu Ahrens Lakaien. Wie schade. Aha. Ihr seht mir sehr vielversprechend aus. Mhm. Ihr kommt hierher, tötet meine Assistenten und unterbrecht meine Arbeit. Ja. Ihr habt mich verärgert. Da werde ich euch wohl kaum etwas geben. Ohne diese Bücher gehe ich nirgendwo hin. Versucht ihr etwa, mich zu bedrohen? Ja. Nachdem ich so gastlich war. Ha! Nun, dann werdet ihr gar nicht mehr hier weggehen. Ja, was soll ich dazu noch sagen, ne? Wenn sie meint, sich mit mir anlegen zu müssen, hat sie halt ein ganz, ganz gewaltiges Problem. Und das mit mir. Schlüssel zur Ritualkammer. Ich bringe die Bücher zurück. Ja, das kriege ich ja wohl hin, oder? Wolfskönigin, da geht es um Thema. Seelensteinfragmente. Ein Seelenstein. Weizen. Pilze. Noch mehr Pilze. Vulkanglashelm, der ist was wert. Nimm ihn mit. Jawollo. Was will
man denn noch mehr? Oh, ich gehe jetzt. Tschüss. Okay, gibt's hier was Gescheites? No. Na, das dachte ich mir schon. Nee, das ist hier. Ah, das ist hier in der Mitte. Das Klärchen. Und wieder nach Himmelsrand. Ja, ist okay. Was? Oh, der hat aber eine schöne Pirouette gemacht. Freunde, das sah schon interessant aus. Pferdefleisch, ist das was zum Essen oder ist das eine Zutat? Objekte. Essen. Pferdefleisch. Also, fallen lassen. Langbogen interessiert mich auch kein Stückchen. Funken kenne ich bereits. Hier ist auch nichts Gescheites mit dabei. Wir schleichen uns mal so ein bisschen hier raus. So, Karte. Wir müssen zurück zur Akademie von Winterfeste. Da oben hätten wir reingehen können. Wo wir rausgegangen sind, hätten wir uns einiges an Weg gespart. Naja, aber so hat man wenigstens mal alles gesehen, was diese Quest zu bieten hatte. Auch wenn das Verlies jetzt nicht so das Spannendste war, sage ich jetzt mal. Oh, die Kugel. Das Arcaneum. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ja, ist das klar? Hier sind die verschwundenen Bücher. Nun sieh einer an. Und er scheint auch noch unversehrt zu sein. Danke. Ich werde die Bücher durchsehen und Mirabelle Bescheid geben, wenn ich etwas Interessantes finde. Die Nacht der Tränen, was? Ich erinnere mich. Na, das ist ja interessant. Habt ihr es gelesen? Wenn ich mich recht entsinne, dürfte das interessante Auswirkungen haben. Ihr solltet es Tolf dir gegenüber erwähnen. Und hier, ihr habt ihr euch redlich verdient. Anmerkung zu... jetzt habe ich irgendwelche anderen Bücher bekommen. Ach du Heiland. Okay. Ach du. Okay, wir fangen vorne an. Das hier habe ich bekommen. Lesen. Beschwörung verbessert. Sehr gut. Das habe ich gekriegt. Wiederherstellung verbessert. Wacker. Perfekt. Und Magikal. Wie weit bin ich denn jetzt eigentlich in der Schießkunst? Immer noch auf 78. Objekte, Bücher. Das habe ich gekriegt. Das hier habe ich gekriegt. Zerstörung verbessert. Habe ich das auch gekriegt? Ne, das war das, was ich irgendwann anders mal gekriegt habe. Das habe ich gekriegt. Das kenne ich aber scheinbar bereits. Das habe ich gekriegt. Illusion verbessert. Habe ich sonst noch? Ja, die Tochter des Nieben. Veränderung verbessert. Das habe ich gekriegt. Uraks Notiz. Achso. Mhm. Okay. Hallo. Würdet ihr sagen, die Schule der Wiederherstellung ist eine legitime Schule der Magie? Würdet ihr? Ja? Natürlich ist sie legitim. Es ist Wiederherstellungsmagie. Gut. Gut. Natürlich bin ich nicht auf die Bestätigung durch andere angewiesen. Es gibt aber Individuen, und ich will keine Namen nennen, die dem widersprechen würden. Es kann einem das Leben erschweren, wenn die eigenen Kollegen die Forschung nicht anerkennen, die man betreibt.
Okay, tschüss. Also, so, warum verschwindet mein V... Nun, ja. Aber ich weiß sehr wohl, was hier vor sich geht. Und ich werde es mir nicht gefallen. Gut, aber Freunde, wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir haben heute einige Bücher gefunden. Und haben dafür auch andere Bücher gekriegt. Die werden wir dann wahrscheinlich mal in Briesenheim mal wieder einsortieren in unser Bücherregal. Wenn wir dann soweit sind, die nehmen doch ein bisschen Platz weg. Und lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.